So, hallo, wir machen weiter. Bei... nicht Super Mario Maker 2. Cadence of Hyrule. Letztes Mal haben wir uns schon mal einen Schnorchel zugelegt, eine Flasche, haben ein paar Rollen gefunden und so weiter und versuchen, die Fehler aus der Demo nicht mehr zu machen. Was also vorsichtiges Kämpfen angeht. Und sind auch noch nicht gestorben. Was ich ganz gut finde. Hoffe, wir behalten das bei. So, ich gehe einfach wirklich ganz vorsichtig. Wir gehen einfach mal jetzt hier weiter nach links, denke ich. Ja, ich denke, wir gehen einfach mal... wir machen mal... vielleicht schaffen wir es ja hier unten alles aufzudecken. Das wäre schon mal ganz cool. Vielleicht werden wir da auch noch... oh, da komme ich nicht rüber. Guck mal, dafür müsste ich wirklich jetzt schwimmen können. Das kann ich noch nicht machen. Hier komme ich definitiv noch nicht rüber. Okay. Da hat sich ja schon mein Plan aufgelöst. Da geht's noch nicht weiter für uns. Vielleicht geht's nach oben weiter. Definitiv geht's nach oben weiter. Sogar ein sehr einfacher Raum hier. Ich werde gleich in diesem einfachen Raum sterben, wie ich mich kenne. So, und da ist noch einer. Und da startet er auch schon die Motoren. Irgendwo ist noch was. Da muss noch ein Gegner. Irgendwo muss noch ein Gegner sein. Wahrscheinlich im Boden da. Die ist jetzt so frech, ne? Nice. So. Dann einmal so, einmal F. Ja, aber so verschiebe ich die ja nur. Ich will auf den drauf. Das Rätsel, um an die Truhe zu kommen. Kann ich es lösen? Antwort, nein. Wie bräuchte ich den denn, dass ich da hochkomme? Na, so komme ich da ja nicht. Ich sehe es. Oh, das wollte ich nicht, aber ist egal. Da war nämlich noch ein Busch. So. Okay, machen wir noch die Büsche hier kaputt. Miau. Und dann können wir noch in die Höhle. Das ist wahrscheinlich für eine Bombe. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir was bringt, das zu zersprengen. Deswegen, ich probiere es einfach. Nein. Also das ist nur zum Verschieben oder Sprengen. Okay, mit Gegner eine Höhle. Aber die hatte auch so ein Aussehen, wie so eine Gegnerhöhle aus Dings. Ah, ich muss ein bisschen aufpassen. Weia, was ist das denn? Wow, mein Freund. Gott. Oh, den ersten Tod kriegt man geschenkt, ne? Irgendwie so war das. Ah, das, die Welt ist schon schief gelaufen. Mist. Nein, doch nicht. Kriegt man nicht geschenkt. Okay. Zum Glück haben wir sämtliche Rubine schon fast ausgegeben. Das ist ganz gut. So, aber ich muss eigentlich ja sowieso mal sterben, um hier dieses Herzteil zu bekommen, ne? Also, wir können jetzt kaufen. Herzcontainer. Ein Container!
hier landen Abenteurer, die noch etwas zu erledigen haben. Die Schicksalsgöttinnen haben wohl noch Pläne für dich. Vielleicht findest du hier etwas, das dir bei deinem Abenteuer nützlich ist. Das ist ein Container, dann muss ich ja sogar sterben. Wenn ich alles mal haben will. Reichweite. Graben. Du hast jetzt eine neue Waffe. Deine neue Waffe wird automatisch ausgewählt. Wusstest du, dass du jederzeit zu deinen anderen Waffen zurückwechseln kannst? Drücke einfach, um zu sehen. Ein Speer? Reichweite von 2 Feldern? Und das ist ja eine Waffe, das heißt, die geht nicht. Die halte ich. Gut, dafür kann ich jetzt keine Schaufel mehr kaufen. Ach, da wo ich gestorben bin, kann ich gar nicht. Ist gar kein Dings gewesen. Okay, also muss ich hierhin zurück. Ah, jetzt muss ich aber dann die anderen Sachen, die Räume nochmal spielen. Gut, aber es ist ja okay, weil man kann den Diamanten wieder sammeln. Ja. Oh mein Gott. Ich liebe den Speer. Au, das war blöd. Komm erstmal hoch hier. Das war wieder blöd. Guck mal, der kommt ja gar nicht an mich ran dann. Ah, das ist die kaputte Truhe, ne? Ja, wenn ich vergiftet bin, ist schlecht. Mist. Ah, schon 2 Tote. Dumm. Jetzt gibt's wieder 1. Reflektiert Geschosse. Okay. Das ist ja äußerst interessant. Ich meine, ich habe mich jetzt dumm angestellt, keine Frage. Aber der Speer ist ja göttlich. Warum sollte man denn jemals ein Schwert nutzen, wenn man einmal einen Speer hat? Und den konnte ich jetzt einfach so kappen. Ich musste sterben, um den Speer zu bekommen. Was ist das denn? Okay, ich glaube, ich kümmere mich erst um die. Ah, verdammt. Die natürlich dann zu zweit unterwegs sind, komme ich da jetzt nicht ran. So. Oh Gott, der Speer ist ja echt göttlich. Ach, dazu bin ich wieder vergiftet. Wo ist noch ein Gegner? War hier nicht da unten? Oh, wo war denn da jetzt noch ein Gegner? Hier, ne? Wollte ich eigentlich hin hoch, ne? Ja. Hä? Und ich bin gerade ein bisschen unvorsichtig durch den Dings. Das ist ja richtig gut. Das Ding ist ja Gold wert, echt. Großartig.
So, holen wir uns die Truhe wieder. Stacken sich dann diese Rollen eigentlich, wenn man mehrere hat? Ah, ich habe im Moment anscheinend nicht mehrere. Okay, die Dinger behalte ich auch. Also gut, ist alles, was geht, sind Rubine und so Sachen, die eh sich abnutzen. Das ist okay. So, jetzt werden wir uns die Höhle nochmal so gut zu Gemüte führen. Ich weiß nicht, ob ich die mit zwei Herzen mit zu Gemüte führen will. Guck mal erstmal, was da drüben ist. Da ist viel los, aber wir werden es angehen. Ey, greif das nicht von selber an, das Huhn. Das ist jetzt nicht so gut. Das war doof. Wie komme ich denn da hoch? Was ist denn da der Aufstieg? Hä? Hä, wo ist denn hier der Aufstieg? Da ist so eine Plattform. Wo geht's hier hoch? Hier. Okay. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Ich glaube nicht, aber jetzt habe ich wieder meine zwei Herzen. Okay, aber den Raum können wir auch noch machen. Gegnertruhe diesmal. Oh boy, der ist stark. Das war gefährlich. Nice! Das war mal ein guter Kampf. Erkennbar daran, dass ich zwei Diamanten bekommen habe. Gib dir, was du brauchst. Ich glaube nicht. Höhlenamulett. Alle Höhlen und Läden werden nun auf der Karte angezeigt. Das ist ein Talisman. Den behalte ich auch, ne? Das habe ich jetzt einmal gefunden, das bleibt... Holy shit. Sick. Okay. Ach, die Dinger... Aha, die rollen einmal komplett durch. Ha, habe ich mir doch gedacht, dass da was ist. Okay, Gift, ganz viel Giftkram. Was ist mit dir falsch? Außer dass du Fehlherzen hast, nichts. Okay, aber komme ich da jetzt? Da muss ich jetzt halt. Muss ich halt jetzt riskieren, so. Was ist das? Wieso war da noch ein Gegner, wenn kein Dings... Das zählt wohl nicht als Gegner anscheinend. Ah, der macht... Ach so, der macht das da. Oh mein Gott, ich darf nicht sterben. Oh mein Gott, wir müssen erst einkaufen, auf jeden Fall. Wir müssen erst irgendwo einkaufen können, bevor wir jeweils wieder sterben. Ist hier ein Laden in der Nähe? Jetzt haben wir ja schon die Karte gerade gefunden. Wie sieht denn ein Laden aus? So sieht ein Laden aus. Das heißt, da ist irgendwie ein Höhlendings, ne? Da wäre ein Laden, aber da kommen wir nicht hin. Symbole an aus. Ah. Da ist auch noch was Verstecktes. Ah,
Eieiei. Aber ich bin ein bisschen zu weit weg vom Fernseher. Ich kann das gar nicht alles so gut erkennen. Aber hier hoch scheint nichts zu sein. Da drüben scheint nichts zu sein. Na, ah, ich will nicht sterben mit so viel Rubinen. Das ist nicht gut. Okay, wir gehen aber mal nach da. Dieser Shika-Stein sieht etwas anders aus als die anderen. Wahrscheinlich muss man das alles besiegen, bis der aufgeht. Ja, dachte ich mir. Aber auch der Raum sieht machbar aus. Oh, der Dings ist so gut. Oh, dieses Lied. Da, da, da. Das war's schon. Nice. Das sieht aus wie eine Feenquelle. Gut, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn es sowas hier auch gäbe. Da gehen wir gleich mal rein. Okay, wir gehen erstmal da rein und dann sehen wir weiter. Da oben ist nichts weiter, ne? Das ist ja auch keine Wand oder so, die ich bomben kann. Sehe ich nicht. Let's go! Das ist eine Feenquelle. Oh, hier kriege ich für Diamantenzeug Giftschaden. Oder Schaden kann ich nicht lesen. Ich rede das mal mit der. Hallo, Liebes, ich werde dich wieder ganz gesund machen. Also, bin ich schon. Aber ist cool von dir. Nicht, dass du mich besuchen kommst. Ich fühle mich immer ganz einsam hier. Okay. Ich nehme an, sind das Sachen, die ich behalte? Also so Statuswerte, die ich behalte? Oder ist das nur für jetzt? Das ist halt wieder so eine Frage, ne? Ich will eigentlich keine Diamanten hergeben für etwas, was ich bei Diamanten, wenn ich sterbe, was weg ist. Das wäre irgendwie dumm. Oh, ich kann hier sogar rein. Aber da kann ich nichts machen, okay. Was steht da? Schaden? Schaden je nach Combo. Aktuelle Waffe mit Obsidian veredeln. Ach so. Man verändert dann die Waffe. Nein. Weil... Es gibt doch sicherlich dann auch stärkere Speere und sowas, ne? Wenn ich das jetzt mache... sollte ich mir doch vielleicht aufheben. Für andere Waffen, die ich dann wirklich effektiv nutzen werde. Ich weiß ja nicht, was es hier noch so gibt. Ja, aktuell ist ja das Speer mein Ding, aber wir hatten auch schon mal so ein Großschwert, was auch cool war. Und ich weiß nicht, wie oft mir sowas wie ein Obsidian da in entgegengerannt kommt. Und das ist dann auch veredeln, ja? Ah ja. Verstehe, und der würde dann Giftschaden bei Gegnern auslösen. Ich verstehe den Gedanken, aber ich bin gerade, ich weiß halt nicht, wie oft mir sowas entgegengesprungen kommt. Deswegen behalte ich das jetzt erstmal noch. Wir wissen, wo es ist. Wir können es natürlich jederzeit holen. Hier kommt man sehr einfach hin. Die Diamanten verlieren wir auch nicht. Das heißt, die müssen wir jetzt nicht ausgeben, so wie zum Beispiel Rubine. Alles in Ordnung. So, was ist hier unter mir? Unter mir ist mein Haus, aber hä, da kann ich... Wie komme ich denn da rein? Weil ich komme durch hier. Ja, toll. Also jetzt wird's los. Toller Seed. Ich verstehe, wie das passiert. Okay. Das heißt, da kümmert sich der Seed wirklich nicht drum, ob das Sinn ergibt, was er macht. Kann ich den dadurch angreifen? Wenn er mit dem Rücken zu mir ist. Ah, was tue ich? Oh, jetzt habe ich Quatsch gemacht. Ah, ich mache totalen Quatsch gerade, was den Beat angeht. Ah, doch, jetzt geht's so. Okay, das wäre besser gegangen, aber egal.
muss ich da erst das Ding jetzt reinziehen? Ach, ernsthaft? Warte, machen wir das so. 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 Nice. So, was habe ich jetzt für einen Ring da dran? Und was hatte ich vorher für einen Ring? Verdoppelt den von dir ausgeteilten Schaden, wenn deine Energie auf... Ja, gut. So, ist hier irgendwas? Jetzt kann ich mal auf die Karte gucken. Aber außer mir sehe ich kein Symbol. Nee, hier passiert auch nichts. Ja, dann ist hier auch nichts weiter. Okay. Da muss ich auch nichts suchen, ne? Da ist hier einfach nichts. Gut. Dann können wir aber jetzt hier runter und kommen da zu dem Anfangsraum zurück, wo wir schon mal waren. Aber da wir ja gestorben sind, können wir uns ja auch einen Diamanten holen. Den wir ja behalten. Also langsam verstehen wir, wie man dieses Spiel spielt, glaube ich. Das heißt, ab und zu werden wir einfach mal ein bisschen Diamanten farmen gehen. Aber dafür kommen wir dann gut durch die Dungeons durch. Ich denke, das ist auch in eurem Sinne, ne? Ich denke, das ist dann auch in eurem Sinne nachher. Das geht nach wie vor nicht. Ich wüsste nicht, wie ich da jetzt... Das geht nach wie vor nicht. Gut. Was jetzt aber vielleicht geht mit der Fackel... Fackel sage ich schon. Mit dem Speer... Gerade totalen Quatsch. Komm mal her. Jetzt hatte ich den Ring gewechselt. Was macht der? Durchdringung. Ja, können wir machen. Sicherlich nicht verkehrt. So, da jetzt ist der da unten noch da, ne? War jetzt aber nicht ganz so gut, was die Energie angeht, muss ich gestehen. War jetzt nicht so das Beste, was ich hier geleistet habe. Da war schon wieder dieses komische Ding, was ich nicht weiß, was es ist. Gut, wir gehen ganz kurz einmal heilen. Achso, jetzt ist der im Wasser wieder da. Ja. Machen wir den kurz weg, sonst ist hier der Beat immer noch. Aber krieg ich ja immer einen. Ne, jetzt habe ich keinen Diamanten. Hier bekomme ich keinen Diamanten anscheinend. Okay. Aber ich komme noch wegen den Herzen und nicht wegen des Diamantens. Gut. Was sagt der Tacho? 23 Minuten haben wir noch ein bisschen. So, ich wollte hier unten den Raum noch. Den haben wir noch nicht aufgedeckt, ne? Den daneben. Da waren wir kurz mal drin und dann habe ich gesagt, machen wir später. Den da hier. Ne, der hier ist es. Und da ist nämlich einiges. Eine Truhe, eine Dungeon, also eine Höhle und so weiter. Kein Dungeon, Höhle. So, was ist das denn? Sind das Pfeile? Ich. Steht die Sichtrate. Ich wollte das andere Item wissen. Keine Ahnung, was das ist. Müssen Pfeile sein, glaube ich. Weil wir haben keinen Bogen, deswegen sehen wir das auch noch nicht. So, den da, den habe ich gemeint. Der ist ärgerlich. Aber mit dem Speer ist der überhaupt kein Problem. Nice. Das ist ein Herzteil, das sehe ich jetzt erst. Okay, wo ist noch ein Gegner? Vielleicht beim Herzteil selber. Nee. Eins fehlt noch übrigens. Dann haben wir einen neuen Kampf. Da! Das war's. Okay, cool. So, jetzt ist hier eine Scroll. Ah, da komme ich so nicht hin, weil ich den Fels... Ah, okay, den Fels habe ich halt komplett kaputt gemacht. Den kann man bestimmt anders schieben. Ist der von Anfang an da unten? Ja.
Ja, gut. Da müsste ich jetzt schwimmen können, dass ich den verschieben kann oder so. Da kommen wir an dieses Scroll hier noch nicht ran. Aber irgendwo muss hier noch eine Höhle sein, weil nach der Karte war hier eine Höhle, oder? Warte kurz. Ja, das sind so Treppen. Da muss irgendwo eine Höhle sein. Da! Oh mein Gott, das ist gar nicht so... Das hätte ich niemals gesehen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass hier was ist. Dann hätte ich nicht so genau gesucht. Das ist voll gut versteckt teilweise. Okay. Was haben wir hier? Keine Gegnerhöhle. Also eine Rätselhöhle. Vielleicht. Die Frage ist also, können wir die überhaupt schon lösen? Da muss man buddeln. Ja, können wir. Kurzzeitiger Zusatzschaden. Ah, das ist auch eine Scroll. Haben wir jetzt langsam mal eine doppelt? Hä? Nee, haben wir nicht. Hä, was haben wir gerade eingesammelt? Hier unten vielleicht irgendwas? War das nicht eine Rolle? Wir haben doch gerade eine Rolle eingesammelt, oder bin ich blöd? Ach, das ist die! Aber da sehe ich jetzt nicht, wie oft ich die habe. Habe ich jetzt einfach öfter? Man weiß es nicht. So, aber ich kann jetzt mal so machen, dass ich nur zwei Rollen da habe und die nicht versehentlich einsetze. Aber ich sehe nirgendwo, ob ich die öfter habe, ne? Ich sehe keine Zahl und nichts. Da ist keine Zahl drunter. Hat mir das denn überhaupt was gebracht, jetzt zu sammeln? Ich weiß es nicht. Okay, da kann man auch hoch, aber das nützt mir nichts. Ja gut, war jetzt keine so spannende Höhle. Aber ist ja egal. So. Dann machen wir noch den hier drüben. Ja, den kriegen wir hin. Ich mach hier Quatsch. Achso, man kann aus dem Wasser auch nicht sofort angreifen. Ah. Nice. Also die Doku. Die Dokus lassen immer Deko-Kerne fallen. Gut. So, hier ist auch nichts weiter. Na, auf der Karte ist hier nichts eingezeichnet. Nein. Aber da oben ist wieder eine Höhle. Bisher sehe ich nicht, wo da eine Höhle sein könnte. Doch, ich sehe, wo da eine Höhle. Da ist ein Schmetterling auf dem Busch. Unter dem Busch ist eine Höhle. So, tschüss. Ich habe echt Bedenken, dass wir irgendwann sterben bei so vielen Rubinen. Das wäre jetzt echt ärgerlich. Ich will die erstmal loswerden. Ich muss die irgendwo zum Verkauf bringen. Aber ich kann mich ja, wenn es irgendwo mal knapp sein sollte oder komisch aussehen sollte oder kritisch werden sollte. Mist. Dann kann ich mich ja entsprechend. Aber jetzt habe ich ein Problem, weil ich komme jetzt nicht zu der Truhe hoch. Weil der Busch offenbart mir ja dieses Ding. Wie kann ich jetzt den Felsen verschieben? Weil ich komme ja nicht da hoch. Auch interessant. Aber nicht, was ich wollte. Jetzt habe ich ihn komplett eingebaut. Nee, ich komme aktuell zu der Truhe da nicht hin. Ich wüsste zumindest nicht wie. Gehen wir es mal hier runter. Oha. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht. Der gefällt mir gar nicht. So komme ich hin.
Schlüssel. Oh! Ah, hallo, das hat wehgetan. Ich bin ein bisschen erschrocken gerade. Minimal bin ich erschrocken. Okay, den Raum kriegen wir hin. Sehr gut. Sehr gut. Damit kann ich mich zu den Dingern transportieren. Zu den, genau, zu den Chica-Steinen. Großartig. Hier ist die. Ja, die waren in der Demo auch ganz woanders. Aber sehr, sehr gut. Perfekt. So kann ich zum Beispiel jederzeit, wenn ich das möchte, jetzt meine Waffe bei dem Feen-Ding veredeln, weil ich mich jederzeit hin teleportieren kann. Ne? Interessant, dass ich jetzt übrigens nochmal gegen die kämpfen kann. Kann ich hier Diamanten farmen? Sick! Ich kann hier Diamanten farmen. Oh Gott, guckt euch mal meine Energie. Ich habe meine Energie nicht betrachtet. Okay, kann ich hier ganz schnell raus? Oh nein! Oh. Okay, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich hole mir nur Energie irgendwo ganz schnell. Bevor wir den Part beenden. Ich darf jetzt nicht irgendwo runterfallen oder untergehen oder sowas. Oder in den Kaktus reinrennen. Aber jetzt komme ich nach Hause. Jetzt komme ich nach Hause. Alles gut. Es ist nichts passiert. Es ist alles in Ordnung. Uff. Das war gerade kritisch. Da habe ich nicht drauf geachtet. Aber das wäre jetzt super ärgerlich geworden. Puh. Ja, sowas zum Beispiel, wenn mir das mit dem halben Herz passiert wäre. Wobei, ich habe gerade gesehen, es zieht gar nichts ab, wenn man untergeht im Wasser. Das ist gut. So. Okay. Dann schließe ich den Part hier ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.